Du bist vielleicht schon gerade mitten im Arbeitsleben tätig oder überlegst jetzt nach der Schule, nach dem Studium, dich selbstständig zu machen oder Angestellter zu sein. Nun, dann ist es jetzt meine Aufgabe, dir zu helfen und zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, wie du dein Geld verdienen kannst. Denn du kannst als Angestellter deine Zeit tauschen und alles bestimmt bekommen, wann du, wo du, mit wem du arbeitest, wie viel wert du bist. Oder du kannst es als Selbstständiger machen, wo du selbst deine Kunden akquirieren musst, selbst deine Buchhaltung machen willst. Aber du hast den Vorteil, dass du deine Zeit selbst einteilen kannst und auch dein Honorar, deinen Stundensatz ein bisschen erhöhen kannst. Aber beide haben gemeinsam erstens, dass sie Zeit gegen Geld tauschen und zweitens, dass sie meistens Einzelkämpfer, also alleine sind und nicht im Team. Die zweite Möglichkeit, was du machen kannst, ist die Seite zu wechseln, im Team mit anderen entweder Business zu gründen, also Owner zu sein oder Shares, also Anteile zu erwerben an größeren Unternehmen, oder du kannst als Investor tätig sein und dich beteiligen an Immobilien oder an anderen großen Projekten. Solltest du nun Fragen haben, wie du diese Wege optimal gehen kannst oder auch vielleicht finanzieren kannst, weil du eine tolle Geschäftsidee hast, du brauchst 50, 100.000, 500.000, da sei gesagt an dieser Stelle, dass es Förderprogramme gibt, die dir bis 25 Millionen hierfür auch Gelder geben als Gründer, um dein Vorhaben umzusetzen. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.